Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns nochmal Graphen an. Und zwar beginnen wir mit sogenannten bipartiten Graphen. Was ist das? Ein Graph heißt bipartit, wenn wir ihn in zwei Mengen aufteilen können. Und zwischen diesen beiden Mengen dürfen die Knoten beliebig verbunden sein. Aber innerhalb der Mengen dürfen die Knoten nicht verbunden sein. Also eine Kante hier zum Beispiel wäre nicht erlaubt. Formal ein Graph. Entschuldigung. Muss ich doch hier noch ein bisschen die Kamera nochmal anpassen. Heißt, ein Graph G heißt bipartit. Die Knotenmenge besteht aus zwei Teilmengen, sodass V1 Schnitt V2 gleich die leere Menge. Das heißt, die Mengen sind disjunkt. Und für alle UV-Element V1 nicht existiert, es gibt keine Kante UV, und für alle UV für alle Wx aus V2 gibt es auch keine Kante Wx aus der Menge der Kanten, natürlich nicht der Knoten. Das heißt, für alle, wenn beide Knoten aus V1 sind, gibt es keine Kante, die sie verbindet. Und wenn beide Knoten aus V2 sind, gibt es keine Kante, die sie verbindet. Es sind nur Kanten zwischen den beiden Mengen erlaubt. Wenn wir einen Graph so in zwei Mengen aufteilen können, heißt er bipartit. Jetzt führen wir noch ein Matching ein. Wenn wir einen Graph haben, beliebigen Graph, der muss nicht bipartit sein, dann ist ein Matching eine Menge von Kanten, zum Beispiel diese Kante hier und diese Kante hier. Und ein Knoten darf maximal mit mit einer Kante Teil von dem Matching sein. Ich darf nicht zum Beispiel hier die Kante noch zum Matching hinzufügen, denn der Knoten ist ja bereits hier drin und der Knoten hat bereits hier ein Matching. Ein Matching und das ist eine Teilmenge der Kanten, hat folgende Eigenschaften. Für alle V aus V gilt, V kommt höchstens einmal im Matching M vor und sonst haben wir eigentlich keine Voraussetzungen. Also wenn wir hier V1, V2, V3, V4 haben, dann wäre hier das Matching M gleich V1, V2 und V3, V4. Genauso
wie wir hier die Matching-Eigenschaften haben, gibt es eine Besonderheit, die sogenannten perfekten Matchings. Ein Matching M heißt perfekt. Hier haben wir sogar ein perfektes Matching. Falls gilt, Anzahl der Knoten ist gerade, sonst kann es kein perfektes Matching geben. Und M-Betrag gleich V-Betrag halbe. Mit anderen Worten, jeder Knoten ist Teil des Matchings. Und so ein perfektes Matching zu finden, ist im Allgemeinen schwer. Es ist einfach für bipartite Graphen. Das ist der Grund, warum ich bipartite Graphen eingeführt habe. Und das war schon alles, was ich heute erzählen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.